Wir brauchen Schaden, viel Schaden in The First Descendant. Und die Frage ist, wie kriegen wir am besten unsere Waffe gelevelt? Was macht überhaupt Sinn? Die Waffenstufe, das Waffenlevel, was sind Präfixe? Soll ich meine Waffe Prestige und wie Prestige überhaupt? Was ist überhaupt ein Prestige? Also wir schauen uns jetzt ganz genau an, was am Anfang vor allem auch effizient ist, wie man am besten an den Damage kommt für die Waffe und was vielleicht noch ein bisschen Zeit hat und vor allem, worauf man aufpassen sollte, dass man gewisse Ressourcen nicht verschwendet. Waffendamage ist das A und O und deswegen schauen wir uns jetzt an, wie genau ist das eigentlich aufgeteilt mit dem Schaden. Und zwar fangen wir an mit dem aller wichtigsten Punkt, was den Schaden ausmacht, das ist nämlich die Waffenstufe. Die Waffenstufe ist immer der kleine Wert unten links, also hier bei mir zum Beispiel die Legendäre steht auf 64, ich habe Waffen im Wert in der Höhe von 68, 67, 65 und so weiter. Und dieser Stufenwert ist das alles Entscheidende am Anfang, wie viel Schaden eine Waffe macht. Und es ist immer wichtig, das im Auge zu behalten, dass man diesen Wert steigert. Insbesondere, wenn man das Gefühl hat, dass man keinen Schaden mehr verteilt, dann schaut, wie hoch ist eigentlich mein Waffenlevel im Vergleich zu dem Monsterlevel in der Region, die ich gerade bin. Also wenn ich zum Beispiel ein Monsterlevel von 70 habe und meine Waffenstufe auf 50 ist, dann ist es kein Wunder, dass man da die Gegner kaum noch legen kann. Insbesondere, wenn man jetzt eine Waffe neu craftet oder wie hier die Sigvoris Beweis aus dem Battle Pass bekommt, sind diese auf Stufe 1 und wir sehen hier, der Schaden ist gerade mal 192. Die machen also von Anfang an keinen Schaden und gerade da ist es wichtig, sie umgehend auf ein hohes Level zu bekommen. Um die Waffenstufe anzupassen, müssen wir jetzt in der Basis links an die Werkbank. Diese Werkbank gibt es übrigens noch in jeder Mission in der Stadt, im Stadtbereich. Also da könnt ihr theoretisch auch jeweils die Werkbank nutzen. Und diese Werkbank wird langfristig unser Freund, denn hier werden wir immer wieder die sogenannte Waffenstufenübertragung nutzen. Das heißt, hier gehen wir rein und suchen uns die Waffe aus, die eine höhere Stufe bekommen soll. Wir wählen jetzt mal hier zum Beispiel Sigvoris Beweis. Und der Clou ist jetzt, dass wir irgendeine Waffe nehmen. Es spielt keine Rolle, ob sie lila ist, weiß oder sonst irgendwas. Wichtig ist wirklich nur die Stufe, dass wir eine Waffe nehmen, die eine möglichst hohe Stufe hat. In dem Fall wäre das also hier die 69. Und die sozusagen opfern. Das heißt, die Waffenstufe von dieser Waffe wird übertragen auf unsere Legendäre. Und das sehen wir entsprechend auf der rechten Seite. Von Stufe 1 auf Stufe 69 wäre der Damage, also der Schaden pro Sekunde von 192 auf 46.000 gesteigert. Kosten tut das Ganze so einen kleinen Phasenwechsler hier, die kann man craften. Ist wirklich günstig. Durch das Waffenzerlegen kriegen wir die Materialien. Deswegen Waffen immer zerlegen und nicht verkaufen. Dadurch können wir diesen präzisen Phasenwechsler bauen und dann immer wieder benutzen, um die Waffenstufe anzupassen. Da meine verlorene Hoffnung für Frainer nur auf 64 ist, machen wir das jetzt einmal. Wir gehen also auf 69, sagen dann, diese Phasenwechsel soll genutzt werden. Waffenstufenübertragung von 64 auf 69. Ich kriege 6000 DPS dazu. Stufe bitte ausführen. Und dann haben wir die Waffe auf 69. Die Waffe, die wir vorher drin hatten, ist verbraucht. Und ja, wir haben unseren neuen Grundwert. Den Phasenwechsler selbst könnt ihr direkt daneben craften. Das ist hier bei der lieben Anais. Diese Forscherin gibt euch nämlich die Materialien dazu. Also einmal unten auf Forschungsprojekt. Und dann seht ihr hier, ich habe schon welche gecraftet, wieder den nächsten. Die sind eigentlich immer im Dauercraft, präzise Phasenwechsel und Optimierungssperre. Und zwar ist es so, wenn wir hier auf Verbesserungsmaterial gehen, dann sehen wir unseren Phasenwechsler und die Optimierungssperre. Wofür die Optimierungssperre ist, zeige ich euch gleich. Phasenwechsler kostet 250 von diesem flüssigen Metall, das man eben durchs Waffenzerlegen bekommt. Und 50.000 Gold sollte also überhaupt kein Problem sein. Crafting-Zeit dauert 10 Minuten, also diese Dinge immer forschen. Und die Optimierungssperren kosten ebenfalls nicht viel, 200 Metall, 30.000 Gold. Auch hier starten wir die Forschung und ich zeige euch jetzt warum. Und zwar ist es so, dass in diesem Beispiel jetzt der Grundschaden 50.000 ist. Das ist ohne Anwendung der ganzen Modifikationen. Wenn wir jetzt auf die Module gehen, dann sehen wir den modifizierten Schaden und der ist insgesamt 79.025. In diesem Wert mit einfließen tun nämlich jetzt die ganzen Parameter unten. Bei mir ist es Waffenwechseltempo, Schusswaffenangriff, Munition und Kälteangriff. Und das Wichtigste ist hier der Schusswaffenangriff, 8,5%. Das bedeutet, dass die Waffe insgesamt um einen prozentualen Wert von 8,5 nochmal gesteigert wird. Und das macht unglaublich viel aus. Wo kriegen wir jetzt diese Fähigkeiten her? Also bei einigen seltenen Waffen ist natürlich schon drauf, bei vielen ist noch gar nichts drauf oder sehr schlechte Werte. Also gehen wir auf Waffennachjustierung. Ich nehme jetzt einfach mal die Donnerkäfig und dann sehen wir hier die vier Grundwerte. Und wir haben jetzt 14 von diesen Nachjustierungen. Wenn ich jetzt rerolle, gebe ich eine Nachjustierung aus. Und jetzt ganz, ganz wichtig, bevor die Waffe nicht auf 100 ist, also wir haben jetzt auf 62, sollte man auch nicht sehr viel ausgeben. Es ist nämlich so, wenn wir hier mit rumspielen und sagen, okay, ich möchte diesen legendären Wert hier, das ist ein legendärer Wert, behalten, dann kann ich diesen sperren und dann werden nur die anderen drei Werte gerollt. So kann man jetzt sozusagen das Ganze optimieren. Die Kosten steigen aber immens. Ihr seht, wenn ich jetzt zum Beispiel drei Plätze sperre,
kostet das Ganze 100 Millionen. Das ist aber gar nicht mal so dramatisch. Wichtig ist, dass es 20 von diesen Modulen hier, von den Optionssperren kostet. Das heißt, es wird sehr schnell sehr, sehr teuer. Und bevor die Waffe nicht auf Stufe 100 ist, lohnt es sich nicht, denn diese ganzen Werte hier orientieren sich nach eurer Waffenstufe. Das heißt, wenn meine Waffenstufe sich von 62 auf 63 steigert, ist es schon so, dass diese Werte bereits wieder veraltet sind. Deswegen lohnt es sich, einmal diese Nachjustierung durchzuführen. Und dann, wenn ein oder zwei gute Werte drin sind, das bereits so zu lassen. Also so viel Geld auszugeben, so viele Optimierungssperren zu benutzen, lohnt sich einfach nicht. Wir machen jetzt nochmal einen Reroll, weil damit bin ich jetzt nicht zufrieden. Feuerangriff ist ganz nice, insgesamt diese Werte auch nicht so toll. Wir rerollen noch einmal. Und wenn man einigermaßen zufrieden ist mit den Werten, dann lässt man sie so. Denkt dran, diese Werte orientieren sich an der Waffenstufe. Also hier nicht übertreiben, bis ihr wirklich eine Waffe auf Stufe 100 habt. Und dann geht's ans Eingemachte, dass man wirklich Werte perfektionieren möchte. Bei legendären Waffen ist jetzt noch so, wir haben hier einmal die verlorene Hoffnung, also die Waffe für die Frainer. Und hier ist es so, dass die legendären Waffen alle eine Spezialstufe haben, also Spezialfähigkeit, die man viermal steigern kann. Dazu braucht ihr einfach nochmal dieselbe Waffe, desselben Typus. Das Ganze könnt ihr dann kombinieren. Auch das wird wieder in der Werkbank gemacht, hier auf Spezialfähigkeit verbessern. Und dann wählt ihr die Waffe aus, die ihr kombinieren wollt. Und habt ihr dann entsprechend eine zweite Variante hier drin. Dann könnt ihr diese wählen und das Ganze einmal leveln. Ihr seht, ich habe zum Beispiel hier den Donnerkäfig bereits einmal gelevelt. Das heißt, ihr braucht sozusagen vier Donnerkäfige, um das Ganze, also vier extra Donnerkäfige, um das Ganze auf Maximalstufe zu bringen. Jetzt schauen wir uns nochmal die Module an, die ja auch nochmal einen erheblichen Teil zu dem endgültigen Waffenwert beitragen. Und zwar ist es so, dass gerade schnell schießende Waffen gerne Kritten, also kritischen Schaden machen, wenn man Schwachpunkte des Gegners trifft, also Kopfschaden oder bei Monstern eben diese Schwächen, diese hervorgehobenen Teile. Und deswegen wollen wir diese Werte erhöhen. Dazu machen wir zuallererst bessere Kenntnis auf die Waffe. Das erhöht nämlich weiterhin die Crit-Trefferrate, sodass wir mehrere, also noch mehr kritische Treffer landen können. Und wir machen gesteigerte Konzentration drauf. Ihr werdet gleich mal sehen, wenn ich den Wert jetzt draufnehme. Zack, erhöht sich der Wert um 5602 Schaden. Das heißt, der kritische Schaden wird nochmal um 32% erhöht. Leider wird jetzt nur der grüne Wert angezeigt. Ich muss das einmal raus und wieder reingehen. Und dann sehen wir den angepassten Wert von 84.000. Also so erhöht sich sozusagen der Schaden. Also Crit-Chance und Crit-Damage sozusagen lohnt sich extrem. Und was auch noch sehr, sehr gerne gespielt wird am Anfang, ist der versteckte Drall, der den Grund-Damage erhöht. Und zwar Schusswaffenangriff plus 21% in dem Fall. Das heißt, der Grundschaden der Waffe wird nochmal drastisch angehoben. Was jetzt auch noch ein sehr, sehr beliebtes Modul ist, ist Wirkung und Gegenwirkung. Gerade am Anfang macht das sehr viel aus, weil man sehr viel Schusswaffenangriff dazu bekommt. Also jede Stufensteigerung bringt schon relativ viel an Steigerung. Leider ist es aber so, dass der Rückstoß sich dadurch auch verschlechtert. Am PC ist es jetzt nicht so dramatisch, wenn ihr Recoil gut kontrollieren könnt, dann macht das kaum was aus. Deswegen habe ich dieses Modul auch sehr gerne drin. Vielleicht ist es an der Konsole ein bisschen schwieriger, wenn man mit Controller spielt. Müsst ihr mal ausprobieren. Wenn ihr damit klarkommt, das ist ein sehr, sehr starkes Modul, weil das den Schadensoutput der Waffe nochmal extrem steigert. Wirklich ein sehr, sehr kräftiges Modul. Last but not least haben wir dann noch die Leistungsstufe der Waffe. Das ist jetzt sozusagen ein Wert, den man aktiv leveln kann, indem man die Waffe spielt. Man steigert sozusagen die Erfahrungspunkte und damit auch die Stufe. Die steigert dann immer weiter, geht hoch bis Stufe 40. Ab 40 ist Schluss. Im Grunde genommen kann man dann die Waffe prestigen und wieder von vorne anfangen. Das Prestigen führt im Grunde genommen dazu, dass Modulkosten gesunken werden, also gesenkt werden. Ich zeige das einmal hier, ich gehe auf Modulzusatzeinstellungen, dann Modulsockeltyp zuweisen und hier könnt ihr, wenn die Waffe auf Maximalstufe ist, einmal das ganze Prestige, dazu braucht ihr diesen Kristall hier, wählt einmal hier unten ein Symbol aus und dann wird die Waffe wieder auf Stufe 1 zurückgesetzt und ihr habt ein Symbol. Was bedeutet das Symbol? Das Symbol ist sozusagen dafür da, dass ein Modul um die Hälfte der Kosten halbiert wird. Ich zeige das mal hier im Beispiel des Giftwaffenlaufs. Hier habe ich einmal dieses Symbol R. Giftwaffenlauf hat ebenfalls das Symbol R. Und wenn ich jetzt Giftwaffenlauf, was ja 6 Kostenpunkte hat, einmal hier drauf ziehe, dann kostet es eben nur noch 3. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr später hier alles voller Symbole habt und überall die Kosten halbiert werden, dass ihr natürlich viel, viel, viel mehr Module und starke Module reinsetzen könnt und damit die Waffe immer stärker und stärker wird. Das heißt, das ist sozusagen die langfristige Option, die Waffe immer stärker werden zu lassen. Ich hoffe, das hat etwas geholfen, wie man jetzt guten Waffendamage bekommt. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, was mit dem Prestige auf sich hat, was das genau ist mit den Modulen und den Waffen und den Descendants und wie man da am besten vorgeht, hier ist das nächste Video zum Thema Prestige. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Viel Spaß in The First Descendant. Sag Astro Lego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.